Heyo, hier ist euer Soulcruiser und ich wollte euch mal zeigen, wir haben hier so ein neues Community-Projekt. Und zwar spielen wir hier Soultopia. Ich bin gerade halt alleine online. Das ist ein Vanilla-Server, Bucket, also mit Plugins. Deswegen haben wir hier schon direkt am Spawn so Sachen wie die Portale hier. Und ja, wir suchen halt noch Leute, die halt genau in unserem Stil mitbauen, die ja zuverlässig sind, nicht rumtrollen wollen und halt Spaß haben an solchen Projekten und da mitzumachen. Ich zeige euch jetzt gleich ein bisschen den Server und sage ein bisschen zu den Plugins. Plugins kann ich kurz einmal hier einmal anmachen. Da könnt ihr ja mal kurz dann auf Stopp drücken und euch schon mal die Plugins angucken. Das sind die Plugins, die hier mitlaufen. Erklärungen kommen da noch zu. Wie gesagt, hier stehen so die Grundregeln, die wir ganz einfach haben. Dass die Kisten sind halt automatisch verschlossen, wenn ihr die selber setzt. Die Farmwelt wird zum Farmen benutzt. Die ist hier hinten. Dann gehen wir durch ein extra Portal, damit wir in der Farmwelt sind. Meine Leute, ist hier Gewitter. Schlechtes Wetter heute hier auf dem Server. Wir wollen nicht die Stadt untergraben. Also, sagen wir mal so, wir werden mit Sicherheit irgendwann mal als Projekt eine Kanalisation zum Beispiel anlegen. Und wenn jetzt alle Leute anfangen, hier komplett die Stadt zu untergraben, ist halt schlecht, wollen wir halt nicht. Creeper-Schäden und so sind momentan halt ausgeschalten, wobei halt nachher wieder der Schwierigkeitsgrad hier hochgedreht wird mit dem Schaden auch. Und dann steht hier halt, dass man ganze Bäume abholzen soll und natürlich Creeper-Schäden beseitigen. So, wir gehen mal raus. So, hier haben wir ein kleines Fun-Plugin und zwar einfach nur Tetris Playground. Zeige ich auch mal einmal kurz. Auf die goldene Fläche stellen. Tetris eingeben, hallo Tetris eingeben. Und man könnte jetzt hier Tetris spielen. Das ist einfach nur so als Fun. So, ja, da sind ja schon ein paar Highscores drin. So, jetzt gehen wir da raus. Tetris, das halt nur als Fun. So, jetzt gucken wir uns mal die ersten Sachen an, die hier so gebaut stehen. Shops haben wir auch schon mit Iconomy drauf gemacht hier. Verkaufe ich zum Beispiel Glowstone, Goldbarren oder Eisenbarren. Hier wohne ich. Fachwerkhaus habe ich hier hingesetzt. Können wir gleich von weitem bestimmt besser sehen. Da ist unsere Mühle mit der Bäckerei direkt daneben. Und noch immer Gewitter. Was ist hier los mit dem Scheißwetter? Was? Oh, Zombie! So, hier ist der Brunnen. Lass mal gucken, ob ich das da. Ah, okay, ja, stimmt. Der Brunnen hat nur noch Zugang von der Bäckerei, genau. So, hier kann man halt immer so gucken. Die Leute haben sich hier schon so ein bisschen eingerichtet. Hier wohnt der Reusto und hat hier auch schon seine Shops errichtet. Da muss man immer gucken. Da wohnt der Black Panther. Alter. Mach ich alle fertig. Warum ist denn die Straße kaputt? So einen Stein habe ich nicht dabei. Ja, komm, mach ich alle fertig. Ja, oh, auch noch ein Mini-Zombie am Stissel. Von wegen Kinder-Zombies nur in Dying Light und so. Okay, da wohnt Teddy. Alter! Ja, what the fuck? Ja, Boom, Junge, so eine Feuerball. Okay. Ich hüpf mal. So. Ja, ein paar Projekte sind, wie gesagt, hier eh noch in Planung. Ja, den Spawn, den kann man ja wohl nicht übersehen hier. Da hinten sieht man schon von der Metal Queen ihr Haus. Gehen wir gleich auch mal eben kurz hin. Aber wo wir jetzt die ganze Zeit mit dran sind, sind einmal, wir haben den Turm hier neu. Da machen wir später hier ganze Verzauberkram und so rein. Hier, Bommels Haus. Hallo. Keiner da. Okay. Hier wohnt der Eisdealer. Der hat sich irgendwie auf die Bäume gebaut. Aber wie gesagt, hier diesen Baustil wie der Turm oder mein Haus da hinten oder die Mühle oder so, das ist schon so der Anhaltspunkt, wo die Häuser hingehen sollen. Und wir werden jetzt irgendwann diesen Spawn-Bereich, da kann man gleich gucken, da ist die Mauer,
Und die geht nachher einmal rum, um den kompletten Bereich, den wir hier bebauen. Und das ist dann quasi, ja, willst du sagen, nicht die Safe Zone, aber das ist dann halt, da soll die Stadt halt drin wachsen. Dann verlegen wir dann irgendwann die ganzen Straßen schön. Oder vielleicht erstmal nur ein paar Kieswege. Und dann passt das. Ich sollte vielleicht mal essen. So. Ja, das gute Brot aus meiner. Alter! Dead Aim! So. What the fuck? Was du wollen, komische Spinne! So. So. Nochmal schnell zur Metal. Da wartet eigentlich auch schon. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt und definitiv Erfahrung habt, auch im Bau von solchen Häusern. Und nein, hier wird nicht creative gezockt. Das ist alles in Survival. Aber wie gesagt, ihr habt hier die Portale in alle verschiedenen Gegenden. Die habe ich extra alle rausgesucht. Ob das jetzt in Dschungel ist, in irgendeine Wüste ist und. Ihr könnt euch euer Material so schnell ranholen. So, hier bei der Metal hat die, glaube ich, auch schon mit der Mauer angefangen. Die muss ich halt später irgendwie dann. Wo? Connecten. So, hier. Metal Queens Haus. Was ist los hier? Lag. Seht hier dann noch ein paar. Da hinten ist Viehzucht. Hat sie auch schon dran gebaut. Und jetzt wollte ich mal eben kurz gucken. Wie kann ich denn sehen, den Turm, den sie da schon hingezimmert hat? Kann ich da. Hätte ich da unten rumgehen können, ne? Jo, genau, da hat's ja dann schon angefangen, glaube ich, vorhin. Alter, was du denn da oben? Zack dich, Dead Aim. Zack. So. Na genau, hier hat die einen Wachturm hingesetzt. Ah, da oben auch schon was. Ja, ich muss halt gucken, wie wir hier alles zusammenbauen und machen, weil ja da hinten die Riesenmauer auch irgendwo mit abschließen muss. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, könnt ihr unter dem Video einfach mal einen Kommentar ablassen. Da könnt ihr vielleicht mal beischreiben, ob ihr da so Erfahrung habt, was ihr da schon mal so gebaut habt und so. Und ja, dann kann man halt gucken, dass man dann mal whitelistet. Eben der Link zum Facebook ist bei mir auch immer da unter meinem Video. Bei Facebook könnt ihr mich dann auch immer anschreiben und da kann man halt leicht die Minecraft-Namen und so austauschen, um dann gewhitelistet hier zu werden, weil wir haben hier mit Whitelist plus Rechtesystem noch. Das heißt, wenn ich euch jetzt whitelisten würde, ich sag jetzt mal hier Max Mustermann. Max Mustermann wird gewitelistet. Dann kann Max Mustermann hier aber noch nichts machen, weil ihr auch noch in die Bewohnergruppe kommt. Weil wenn ich jetzt hier was schreibe in Chat, so, hallo, dann steht davor, dass So Cruiser hier der Chef ist. Und bei den anderen Leuten steht halt Bewohner oder Mod, je nachdem, was die halt sind. Und dann sind so Sachen, ja, die wir dann halt machen müssen. Ja, habt da Bock und so, wie gesagt, drunter schreiben und ja, demnächst kommen bestimmt noch ein paar Videos mehr hier und ja, der schönen Aussicht hier und dem Schnee, sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Soulcruiser, haut rein. Tschüss.